So, herzlich willkommen. Eieiei, jetzt hätten wir beinahe wieder ich das Mikro. Für meine Leute in Ach Armut Gott, der labert um die ganze Schulden Zeit. Eines Kaiserreichs der zahlen, hat die ganze, ist jetzt eine Woche her, dass ich aufgenommen habe. Der hat die ganze Woche wahrscheinlich gelabert. Was ich gerne machen möchte, wir müssen mobilisieren als erstes, ist völlig klar. Das ist der einzig gute Grund, den ich bei dem Wie ihr sehen könnt, erfordert vieles meine Aufmerksamkeit. Wenn euch der Sinn nach einem Schwätzchen steht, kann ich euch gern mit einigen netten Gefängniswärtern bekannt machen. Ich wurde freigelassen, hätte es überall hingehen können. Jetzt bin ich hier, um das Kaiserreich zu bekämpfen. Was? Nee. Seid vorsichtig da draußen. Schaffen unsere aller Gefühle Ausdruck, Ulfric. Darum werdet ihr auch zum Großkönig gewählt werden. Doch der Tag, an dem ich möchte mich ehrlich gesagt noch nicht entscheiden. Es ist mir mehr oder weniger klar gewesen, dass über den es läuft, wenn man sich für die Sturmmäntel entscheidet, für die Partei. Aber das möchte ich mit Verlaub noch hinter den Quests machen. Also da haben wir jetzt noch eine ganze Weile vor uns. Also die Entscheidung. Was wir aber machen können, ist dann natürlich das scharf zu stellen. Wir können ja mal gucken. Es tut ja nichts. Pass mal auf. Ich möchte mich nur nicht ehrlich gesagt binden. Ja. Wenn euch der Sinn nach einem Schwätzchen steht, kann ich euch gerne. Oh, du hast ja sogar Feuer. Feuerhosen. Das ist ja fetzig. Ja, ich wurde freigelassen. Ich hätte es überall hingehen können, aber jetzt bin ich hier, um das Kaiserreich zu bekämpfen. Aber eigentlich nicht. Gut gesprochen. Nun, dann seid ihr hier richtig. Sprecht mit Galmar. Ich bin immer auf der Suche nach fähigen Kämpfern. Nicht jeder kann von sich behaupten, dass er es heil aus Helgen hinausgeschafft hat. Es scheint, als seien wir alle heutzutage Schurken. Solange eure kriminelle Vergangenheit auch Vergangenheit bleibt und ihr ehrenvoll und loyal für mich kämpft, seid ihr bei uns willkommen. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Ich möchte gerne jetzt hier. Wenn er nicht für uns ist, sprecht mit Galmar. Er wird eure Tauglichkeit prüfen und entscheiden, wo wir euch am besten einsetzen können. Okay, das hat sich gelohnt. Okay, wow. Ja, hier, was heißt es, Drachenblut zu sein? Es bedeutet, dass ihr das Blut der Drachen in euch tragt. Eine angeborene Fähigkeit, eure Stimme so einzusetzen, wie es die Drachen tun. Die alten Sagen erzählen von Drachenbluthelden, die Drachen erschlugen und ihre Kräfte in sich aufnahmen. Es sieht so aus, als wären diese Sagen wahr. Dass die Drachen zurückkehren und nun ein Drachenblut auftaucht. Vielleicht wissen die Graubärte, was das alles zu bedeuten hat. Ja, da gehen wir auch bald hin. Hier, was weißt du denn über Schautz? Weil du hast ja einen Tod gebrüllt. Ich weiß mehr als die meisten. Ich wurde als Kind bei den Graubärten in Hochrodgar ausgebildet. Der Weg der Stimme ist eine alte spirituelle Form der Magie, bei der man sein innerstes Wesen in einem Tuum oder Schrei projiziert. Die meisten müssen jahrelang üben, bevor sie auch nur einen einzigen Schrei hervorbringen können. Das Drachenblut ist da anders. Euch ist die Fähigkeit angeboren, Schreie hervorzubringen, so wie es angeblich die Drachen tun. Okay. Ist jemand von euch irgendwie schon mal zum Turm gegangen und musste laut schreien aus irgendeinem Grund? Schreibt's in die Kommentare. Entschuldigung. Sie leben abgeschieden nahe des Gipfels des Hals der Welt, des großen Berges von Himmelsrand. Sie sind Meister des Weges der Stimme, des Schreiens. Es ist eine große Ehre für euch, von ihnen gerufen zu werden. Sie sprechen nur mit sehr wenigen. Eigentlich sprechen sie fast nie. Woher wisst ihr so viel über sie? Wir haben es doch gerade eben gehört. Was bin ich denn für eine Nulpe, dass ich das frage? Ich habe bei ihnen studiert, als ich jung war. Mhm. Sie brachten mir bei, wie man Schreie einsetzt. Alles klar. Ihr habt bei den Graubärten gelernt, wie er es eben gesagt hatte? Ja, sie haben mich ausgewählt, als ich noch sehr jung war. Es war natürlich eine große Ehre. Ich sollte eines Tages selbst ein Graubart werden. Ich habe fast 10 Jahre in Hochrodgar damit verbracht, den Weg der Stimme zu lernen. Dann brach der große Krieg aus.
Ich ertrug es nicht, nicht dabei zu sein. Ich denke noch oft an Hochrodgar zurück. Es ist sehr abgeschieden von den Sorgen und Nöten hier unten. Aber eben deshalb konnte ich weder dort bleiben, noch dorthin zurückkehren. Vermutlich sorgen sich auch die Graubärte auf ihre Weise um die Lage in Himmelsrand. Aber ich musste einfach etwas dagegen unternehmen. Da bin ich ganz sicher, dass sie das machen. Arngeier würde das sicher als eine meiner Schwächen bezeichnen. Arngeier gehört nicht zu den Graubärten. Der schwenkt ja seinen... Ja, der Älteste ach, und Mächtigste. Ach, Arngeier, wenn man ja. Das vielleicht nicht vermutet. Ich bezweifle, dass er mir mein Weggehen verziehen hat. Und meine... Nun, für ihn wird es wohl eine Gotteslästerung sein, dass ich Schreie für etwas anderes als zur Verehrung von Kynaret nutze. Also, ihr wisst also, wie man schreit. Ja, er hat jemanden totgeschrien. Was sind denn das für Fragen, Mensch? Ja, auch wenn ich meine Fertigkeit selten nutze. Die Graubärte glauben, die Stimme sollte nur zur Verehrung Kynarets eingesetzt werden. Ich bin von ihren strengen Regeln abgewichen. Aber ich glaube immer noch, dass die Stimme nicht leichtfertig eingesetzt werden sollte. Anscheinend waren doch nicht alle Lehren Arngeiers vergebens. Alles klar. Warum sollten sie mich das Schreien lernen, wenn sie nicht wollen, dass ich diese Kraft einsetze? Naja, es ist halt immer trotzdem eine Frage der Verantwortung, ne? Also, Fähigkeit verpflichtet. Ihr seid ein Drachenblut. Für euch gelten die Regeln nicht. Ihr könnt eure Schreie anwenden, wie es die Drachen tun. Ohne Ausbildung. Nur durch angeborenen Instinkt. Sie hoffen immer, dass sie ein Drachenblut lehren können, den Weg der Stimme so zu respektieren, wie sie es tun. Aber es gelingt ihnen niemals ganz. Ihr müsst eure eigene Entscheidung treffen. Es ist eine schöne Philosophie. Aber außerhalb der Abgeschiedenheit von Hochrodgar habe ich mich nie daran halten können. Ja, Philosophen haben die Welt selten verändert, das ist richtig. So, in Helgen heißt es, ihr hättet den König totgeschrien. Jetzt kommen wir mal zum Punkt. Das ist nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Jeder Nord kann von den Graubärten den Weg der Stimme erlernen, wenn er genug Ehrgeiz und Hingabe besitzt. Dass ich Torik zu Boden schreien konnte, beweist, dass er keines von beiden besaß. Doch getötet hat ihn mein Schwert, das sein Herz durchbohrte. Okay, jetzt haben wir mal das... Ja, who are the Graubits? Ja, wir machen mal das, weil es noch später gefragt noch schlimmer ist, ehrlich gesagt. Sie leben abgeschieden nahe des Gipfels des Hals der Welt, des großen Berges von Himmelsrand. Sie sind Meister des Weges der Stimme, des Schreiens. Es ist eine große Ehre für euch, von ihnen gerufen zu werden. Sie sprechen nur mit sehr wenigen. Eigentlich sprechen sie fast nie. Hatten wir das nicht schon? Aber das war doch gar nicht gemerkt. Naja, anyway. Ja, wie läuft denn der Krieg hier, den du so hier schön führst für dich? Ich bin nicht sicher, warum Tullius seine Zeit mit dem Versuch verschwendet, uns Winterfeste abzunehmen. Aber wenn er seine Männer wegwerfen will, nehme ich dieses Geschenk dankbar an. Okay, wie läuft der Krieg? Tullius unterhält Lager in Pale und denkt an Krieg. Das Kaiserreich unterschätzt die Größe unserer Sache immer noch. Das wird sein Verderben sein. Mhm. Warum führt ihr den Krieg? Wir kämpfen, also weil wir lange genug für ein Kaiserreich geblutet haben, dem wir gleichgültig sind. Ungezählte Nord sind bei der Verteidigung des Kaiserreiches gegen den Altmeri-Bund gestorben. Und wofür? Dafür, dass Himmelsrand an die Talmor verkauft wird, damit der Kaiser seinen Thron behalten kann. Wir kämpfen, weil unsere eigenen Jahre, die einst starke, weise Männer waren, heute voller Furcht die Augen vor dem Leid ihrer Leute verschließen. Wir kämpfen, weil Himmelsrand Helden braucht und es niemand anderen gibt als uns. Ja, in gewisser Weise, er hat seine Gründe und ja, ne? Aber können wir nachher kurz... weiter quatschen. Hier, warum habt ihr den Großkönig getötet? Ich habe Torik getötet, um zu zeigen, in welcher erbärmlichen Lage wir uns befinden. Wie soll der Großkönig den Himmelsrand schützen, wenn er nicht einmal sich selbst verteidigen kann? Ich hätte gern
gewusst, ob der Torik ein fetter Idiotenkönig war oder wie auch immer. Man muss das dann mal kurz nachgucken. Hier, some call you a murderer. Was ist mit seiner Witwe? Erhebt sie keinen Anspruch auf den Thron? Beides interessante Fragen. Wir fragen das mal zur Witwe. Weil das mit dem Mörder kann man sehen, wie man will, ne? Aber das mit dem Thron ist, glaube ich, interessant. Ja, Elisef ist jetzt Jarl von Einsamkeit. Seit eh und je praktischerweise der Sitz des Großkönigs. Gestützt von kaiserlichen Interessen. Aber die Volksversammlung hat sie noch nicht zur Großkönigin ernannt. Und das wird sie auch nicht. Nicht solange ich dabei etwas zu sagen habe. Okay, do you desire to be the High King? Ja, willst du Großkönig werden? In Himmelsrand hat es schon seit Generationen keinen echten Großkönig mehr gegeben. Zu lange schon wurden die Großkönige vom Kaiserreich auserwählt und fanden sogar begeisterte Zustimmung der milchtrinkenden Jarl, die der Gier nach dem kaiserlichen Gold verfallen waren. Es ist an der Zeit, dass wir einen echten Großkönig bekommen. Einen, den wir uns selbst ausgesucht haben. Ja, ist schon auch ein Grund, ne? How did you become the Jarl? Wahrscheinlich hat das geerbt, würde ich mal so sagen, oder? Ich meine, es wird viel gewählt, offensichtlich der Großkönig, aber ich glaube, die Jarl-Geschichte, das ist vererbt. Mein Vater, der große Bär der Ostmarsch, ist während meiner Gefangenschaft nach dem Markart-Vorfall gestorben. Ich, sein Sohn, war gezwungen, seine Grabrede mit Hilfe eines Briefes zu halten, den ich aus dem Gefängnis geschmuggelt hatte. So sehr liebt Titus Mede seine Untertanen. Als ich endlich freigelassen wurde, kehrte ich nach Windhelm zurück und traf eine Stadt in Trauer an, eins mit meinem Kummer und Zorn. Unter zornigen Rufen nach Gerechtigkeit und nach Krieg setzte mein Volk mich auf den Thron. Der Thron von Isgramor. Der Thron meines Vaters. Ach, ich hoffe nur, dass ich mich der Ehre würdig erweisen kann. Alles klar. Dann haben wir jetzt, glaube ich, erstmal alles. Da hat er uns aber doch mal ganz schön Zeit investiert in uns, ne? Es ist gefährlich, Kaiserliche in der Nähe der Südgrenze von Ostmarsch herumlungern zu lassen. Gut. Wir werden hier nicht sehr viel mehr rauskriegen, bald oder? Bald werden wir gen Einsamkeit ziehen. Und an diesem Tag werden die Helden von Zovengarde mit uns marschieren. Und das Kaiserreich wird voller Furcht auf seine Knie fallen. Ja, aber vorher muss er praktisch noch unsere Heimat okkupieren. Das war, die haben ja schon am Tisch dazu gesprochen, ne? Das weiß ich. Sie alle wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgrun Der labert inzwischen weiter. Ulfric hat uns deine wilde Geschichte erzählt. Wenn ihr das alles überstanden habt, kann ich euch wohl doch gebrauchen. Doch zuerst verratet mir, warum will ein Ausländer für Himmelsrand kämpfen? So, only take Nords. Skyrim is home to more than just Nords. Ich möchte gegen das Kaiserreich alles dafür tun. Skyrim is home to more than the Nords. Das hier wäre natürlich die politisch bessere ihm gegenüber. Hier wird er wohl sagen, dass es den Nord gehört. So, nehmt ihr auch Nord, wird er wahrscheinlich verneinen. Also das hier wird beides eher zu einer hochnäsigen Antwort führen. Ja, aber wir nehmen das mal. Mag sein, aber seid ihr bereit, für eure Heimat zu sterben? Deshalb bin ich hier, ich möchte mich euch anschließen. So, you only take notes. Ich möchte gegen das Kaiserreich, ich würde alles dafür tun. So, you only take ihr notes. Ihr versteht mich falsch. Ich lehne euch nicht ab. Ich will nur eure Beweggründe verstehen. Wir suchen keine Söldner. Die Sturmmäntel brauchen überzeugte Männer und Frauen, die für unsere Sache kämpfen und bereit sind, ich dafür zu sterben. Ich möchte ehrlich gesagt das nicht machen. Oder alles dafür tun. Das werde ich dir anschließen. Ich stell den mal zurück. Sofern ihr damit meint, dass ihm jemand ein Schwert in die Kehle bohrt, okay, die, seine Stadt einzunehmen die und Schimpf und Schande keine. Über ihn zu bringen, wäre eine mächtigere Botschaft. Meint ihr nicht?
Seid ja. vorsichtig da draußen. Also, die wollen auf jeden Fall, ja, das ist auch der richtige Schritt. Erstmal Ulfric sozusagen niederwerfen. Und unser Heimatdörflein. Ich wusste nicht, dass das hier, ja, logischerweise, dass das hier sozusagen der Sitz, der Ursitz war. Es hat sich natürlich angedeutet, wenn man hier mal lesen würde und sich da auch daran erinnern würde. Ja, das ist rum. Wir haben dir so viel Geld gegeben schon das letzte Mal. Ja, und das letzte Mal hatten wir auch den Mord aufgeklärt. Da bin ich sehr froh. So ein bisschen hätte ich natürlich Lust auch irgendwie. Es gab so gar keine richtige Belohnung, ehrlich gesagt. Ein bisschen. Ich will nur noch mal kurz reingehen. Eigentlich können, also so ein Häuschen hier wäre ja eigentlich auch nicht schlecht, ne? Wir könnten das hier alles super leer räumen, aber auf der anderen Seite. Oi. Gibt es noch einen Keller? Das ist nur ein niedriger Boden, ne? Also ist jetzt kein voller Boden. Okay. Ja, naja, ist jetzt hier auch, wie soll ich sagen, nicht das super, super Home, aber so ein kleines Häuschen hier wäre schon nicht schlecht, oder? So, naja. Gut. Ich bin froh, dass wir das nochmal mit dem geklärt haben. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ab wann man quasi wirklich sich da verpflichtet. Und ich will es eigentlich auch nicht ausprobieren, weil wir erstmal andere Sachen haben. Und eins ist noch. Mist, wir hätten andersrum gehen können. Mal gucken, ob wir hier runterkommen. Ja, ja. Also gut. Gucken hier. Hey. So. Ah, jetzt kriegen wir doch nasse Füße. Hoi. Okay. Na doch nicht. Gerade so. Himmels Rand ist nicht sehr freundlich zu Argonian. Also halten wir uns meist einfach aus allem raus. Ja, das glaube ich nicht. Chavi weiß, dass der Hafen nicht schön aussieht, aber frische Luft ist gut für die Kiemen. Alles klar, warum seid ihr immer so fröhlich? Hat er wahrscheinlich Skuma reingeworfen, oder? Oh ja. Oder? Was soll es auch bringen, ständig nur schlecht gelaunt zu sein? Ja. Ich weiß, dass das Leben im Hafen kein Zuckerschlecken ist. Manchmal versetzt einen das Leben in schwierige Umstände, die man sich nicht ausgesucht hat. Das ist richtig. Aber man kann sich aussuchen, ob man fröhlich oder griesgrämig ist. Hm. Und ich habe mich entschieden, das Beste aus meiner Lage zu machen. Okay. Auch schön. Es war schön, mit euch zu reden. Ja, fand ich auch. Vielen Dank für das Gespräch. Kaiserliche Handelsgesellschaft. Da war ja auch noch mal was. Mal ganz schnell schauen. Aufschwung aus Gibordus Logbuch. Wir hatten das kurz angeguckt. Hm? Schrein auf Talis. Das ist dann praktisch hier die letzte gewesen, ne? Nächster. Hier ist die Galcha Legend. Ja. Ich glaube, da kam ja raus, dass die Dreck am Stecken hatten, ne? Oder dass sozusagen der andere Verein sozusagen mit Piraten zusammenarbeitet. Ich habe aber auch nicht mehr im Kopf das Einzelne. Und wenn ich jetzt ins Inventar schaue oder so, dann wird irgendjemand verrückt. Das heißt, ja. Also wir geben dem das einfach mal. Wenn ihr mir das Buch beschafft, habe ich einen Beweis für den Verrat der Schmetterschilde.
Ja, also die sind ja, die bezahlen ja jetzt mehr, glaube ich, Wenn ihr mir anderen das und Buch so weiter, beschafft, aber. habe ich einen Beweis für den Verrat der Schmetterschilde. Ja, komm, wir gehen Wie zu habt mal. ihr es bekommen? Na, egal. Ich sollte es wahrscheinlich nicht wissen. Aha. Es sieht aus, als wäre Suvaris nach Dämmerstern gereist, um sich mit Piraten zu treffen. Geht nach Dämmerstern und seht, was ihr über diese Schurken herausfinden könnt. Ich wette, sie halten sich nicht weit von der Taverne entfernt auf. Versucht herauszufinden, wo ihre Festung ist. Der Kapitän, Steak Salzplanke, weiß bestimmt etwas. Okay, Stieg Salzplanke. Dämmerstern. Wo ist denn Dämmerstern? Ach, und wir haben so schön alles aufgedeckt. Winterrest, Dämmerstern. Sprich mit Salzplanke. Wir könnten natürlich Windseitig Ruin dann schnell hier noch mal ein kleines bisschen aufklären. Weil, wir kommen dann nach Dämmerstern, treffen Leute, reißen da wieder Quests an. Finde ich nicht so gut, weil wir eigentlich ja reinerbiger vorgehen wollten. Wir haben jetzt mal mit Windhelm angefangen. Es hat sich einfach so ergeben, aber ich fand es auch neckisch, ehrlich gesagt, waren schöne Quests dabei. Gerade das mit dem Mord, mit der Flasche. Ja. Es rentiert sich nun. Ach, gucke mal an. Verstehe. Haben wir hier eine Deckung? Kurz gucken, ob wir hier nicht Deckung finden. Das ist ein bisschen beschissen. Okay. Den Bogen nicht weggepackt. Naja. Anyway. Was war das so für ein Drachen? Komm zu den anderen. Ja, der war easy, ne? Ach, guck mal. Ein Hörnchen. Drachen sind wieder aufgenommen. Und ciao. Ja, sehr schön. Dann haben wir endlich wieder ein paar mehr Schuppen. Open. So. Ach. Eigentlich möchte man. Was steht denn da? Seine Talos-Figur. Ich muss es kurz rausgehen. Aua. Nee, es ist nur ein Baumstamm. Ein Baumstamm, wenn wir jetzt schon mal hier sind, wir kontrollieren den Baumstamm. Ich weiß, wir müssen was ganz anderes machen, aber kein Baumstamm. Doch, es ist ein Baumstamm, aber der ist leer. So. Lass mal kurz wieder. Gruß. Na, alles klar bei euch? Hier war eben gerade noch Schlacht und so. Hey. Ich renne heute ganz schön hin und her, ne? Aber das macht gar nichts. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob das ein normaler, gewöhnlicher Sturmmann ist. Und das ist der Fall. Ich meine, er friert nicht, ne? Wir können das wirklich nehmen. So. Dämmerstern. Wir können bei der Schildkröte
Tränke jemanden finden. Ich meine, es ist ja nicht so schlimm, hoffentlich, wenn wir jetzt hier kurz rein, raus und fertig. Ne? So. Die Schenke war doch hier in der Nähe. Super. Alles da zum windigen Gipfel. Wollen wir hier auch nochmal pennen? Ich weiß nicht, ob das was kann. Ich weiß, dass wir auch einen Stufenaufstieg haben. Ihr Bestien seid die Schlimmsten. Kommt schon, Schätzchen. So schlimm sind wir doch gar nicht. Lasst hallo. Einfach in Ruhe. Ich habe euch Met gebracht. Jetzt trinkt ihn und haltet eure dreckigen Mäuler. Oh, für unsere Münder haben wir da an ganz andere Dinge gedacht, Schätzchen. Okay. Alding? Ah, Stieg Salzplanke. Jetzt was seht mal. Ihr denn so an? Ihr schon braucht etwas? Kein Geld, oder? Nö, jetzt mal, ich gucke euch mal erstmal alle an hier, Irlo. Mit dem müssen wir als was erstes reden, dann fangen wir mit dem an. Hm? Alles klar, hi. Ihr braucht etwas? Gruß. Ihr braucht etwas? Na gut, okay, dann. Ja, hier. Hast du was von der Piratenkuh gehört, die Bloodhawker heißt? Ob ich von denen gehört habe? Ich bin jetzt schon seit gut 9 Jahren ihr Kapitän. Was geht euch das an? Ja, ich hab's davon gehört und eigentlich möchte Geld machen und hab davon gehört. Ja, der Krieg hält das Kaiserreich und die Einheimischen zu sehr in Atem, als dass sie sich noch Sorgen um uns machen würden. Halde nennt es unser goldenes Zeitalter. Alles da, aber wer ist denn Halden? Unsere Geheimzutat, wenn ihr so wollt. Ein Kampfmagier von furchteinflößender Gerissenheit. Okay. Er führt die Bluthawke an und achtet darauf, dass der Kampf richtig ausgeht. Ja, wo kann ich denn mitmachen? Also muss ich mich melden? Ja, das kann ich ja nicht so einfach jedem Skever weitersagen, der hier angespült wird. Das gibt's ja gar nicht. Ich bin so ja nicht irgendein Skever hier, das haben wir gemein. Werdet ihr den Hawkern wohl eher Schwierigkeiten machen? Eieiei. Zunge lockern, rausprügeln. Ja, wir prügeln ein bisschen. Ne? Mit dem größten Vergnügen. Alles klar. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Bei den Göttern. Schon wieder ein Kampf. Bitte, jemand muss etwas unternehmen. Hilfe! Ist das alles, was ihr könnt? Jemand muss etwas unternehmen. Ich halte mich da. Ist das schon alles? Dafür werdet ihr bezahlt. Oh, da macht jemand Musik sogar. Und der ist aber nicht so recht stabil. Das bin ja wohl ich, oder? Was machst du denn da gerade? Ja, so, wie sieht's aus hier? Du hast aber nicht viel Durchhaltervermögen für einen Seemann. Gut gekämpft, ihr quirliger Skeva-Köder. Alles klar, wer bist du? Erandur. Okay. Ja. Was seht ihr denn so an? Ja, und jetzt hier, wo sind denn die Bloodhawker? Halden wird mir dafür das Fell abziehen, aber in letzter Zeit fühle ich mich in Himmelsrand ein wenig beengt. Wir versammeln uns bei Jafets Torheit. Die Einfallspinsel in Windhelm halten sich davon in sicherer Entfernung, was uns sehr recht ist. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss meine Mannschaft versammeln. Wir sollten in Hammerfell sein, bevor die anderen Hawker erfahren, wer ihr Geheimnis verraten hat. Alles klar. Dann zieh mal von dannen. Können wir irgendwie uns wieder normal verhalten? Warte mal. So. Weil es ist ein bisschen... So, sehr gut. Und hier Erandur, sag mal. Und was braucht ihr? Was ist nur hier mit allen los? Die gesamte Stadt wird von schrecklichen Albträumen heimgesucht. Ah. Die Leute sind in großer Gefahr. Aber ich fürchte, ich kann nur wenig dagegen tun. Oh, rote Augen. Ich möchte hier nicht anfangen. Ich möchte hier nichts anfangen, deswegen haue ich gleich wieder ab. Wir haben ja, was wir wollen, deswegen können wir einfach hier mal zielgerichtet... Jetzt sind sie alle getrennt an Tischen. Die sind ja auch verrückte Typen. So, wir machen jetzt doch nicht... das ist irgendwie ungastlich. Vor allem, wenn man da Albträume hat, das ist ja überhaupt
unschön. Da, das lädt nicht zum Verweilen ein, dieses die Kemenate. Ha ja, was ist jetzt hier los? Berichte. Au. Okay, müssen wir auch machen. Erstatte Ortusbericht. Okay. Ach, hier, das auch noch. Okay. Da weiß ich aber immer noch nicht, wo das, wo das ist. Aber wir müssen auf jeden Fall wieder zurück. Gut. Und da wir die Karte aufgedeckt haben. Wir machen nach Windhelm. Dann können wir kurz das Ding zurückgeben. Ich hoffe, es ist wieder Tag. Und ja, wir sind bei 30. Da können wir eigentlich noch was Kleines machen. Jawohl, es ist Tag. Sehr schön. Da rennen wir jetzt hier. Wir haben den Ring untergebracht. Das finde ich schon mal sehr... Warte mal, war das hier? Ne, hier ist der Ausgang. Hier ist der Ausgang. Da müssen wir hoch. Entschuldigung, Lydia. Lydia. War ein langer Tag heute schon wieder. Frei nimmt das. Okay. Aretino, alles klar, verstehe. Wo ist denn der Typ? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ortus? Ist der da unten? Da unten? Was? Ja, wir haben heute ein bisschen hin und her. Ich muss auch erstmal wieder reindenken und dann ist eigentlich schon wieder rum, weil ich muss morgen schon wieder recht früh hinaus. Hier, so war das. Ich hatte die Ecke nicht mehr richtig im ja, alles klar. Gebraucht fahren, okay. Jetzt muss ich gleich husten. Mein Gott. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, alles klar. Hi, hier. Habt ihr euch um das kleine Problem gekümmert? Ja, ein klitzekleines Problem. Ist keins mehr. Danke, danke. Möge Azuras Prophezeiung euch auf ewig Glück bringen. Hier, das ist alles, was ich mit meinem letzten Transport verdient habe. Er gehört euch. Gold. Okay. Training of Speech. Ihr wisst bereits alles, was ich weiß. Ah, Mist. Hier, oh, was hast du für... Etwas hiervon, etwas davon. Ducke, ducke, duck. Ui, Diadem der Wiederherstellung. Diadem. Besser. Ich glaube, die haben sowas haben wir schon, ne? 700, das lohnt. Ring der Regeneration. 40%. Ring der Regeneration. Halskette der flinken Finger. Schaut mal wieder vorbei. Jo, aber erst. Ring, Halskette, Halskette. Oh nein. Halskette. Der flinken Finger. Schlossknacken. Einzigartiges Schleichen. Nee. Haben wir nicht. Höchsten Schlossknacken. Okay. Ring der... Was war das? Ring der flinken Finger. 20% besser. Nee, was habe ich? Ah, warte. Ich bin einfach durch heute auch. Flinke Finger. Gesundheit. 20 Punkte. Schmiedekunst. Schön, euch zu sehen. Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Ja, das sind auch keine schlechten Sachen, die du jetzt hier hast. Wiederherstellung. So. Regen der Regeneration.
Alles klar. Mal gucken, wir werden den Ring wahrscheinlich bei der Regenerationszaubern mit reinpacken. Ne? Das ist, glaube ich, ganz gut. Bilanzen fälschen. Aua. Im Buch gibt es nichts, was verändert werden kann. Okay, dann haben wir das auch mal ausprobiert. Seht euch um. Ich würde hier noch ein bisschen verkaufen, aber für all diejenigen, die... etwas hiervon, etwas davon. Wir sind blöd, ne? Ich hätte die Maske aufsetzen sollen. Ja, so geht's halt los. Bis zum nächsten Mal. Auch beim Kaufen Mal. Und so weiter und so fort. Du kannst mich jetzt schelten, aber ich bin einfach heute auch durch und es ist in Ordnung. Wir haben genug Kohle, guck mal bitte. 103.000. So, hier, warte mal. Speech Skill. Ach, das ist ja hier, warte mal. Magica in Health. Speech Skill. So. Ne, warte mal, hier, Zenitar war das, ne? Price ist 10% better. Okay. So, warte. Schießkunst. Zerstörung. Gesundungsschloss können schleichen. Großes. Was Großes mit dem Schloss? Nein. Kühne Token. Ich glaube, jetzt sollten wir dann auch ganz gut ausgerüstet sein, wenn wir mal Taschendiebstahl machen müssen, ne? So, Blitzresistenz. Ring, flinke Fingergesundheit, Schmiedekunst, Störung, Fähigung, knappen Beschleunigung. Hatten wir nicht noch was, was die Preise verbessert? Also die Maske hatten wir noch, das weiß ich. Also, machen wir denn? Ich möchte mein Glück mit jenen teilen, die es verdienen. Okay. Schmuckstücke, Krimskram, solche Sachen. Jo. So, was nimmt er denn? Alles im Grunde genommen. Okay. Behalte immer eine, dass der Platz auf jeden Fall erstmal gefüllt ist. Dätrischer Pfeil kann man da eventuell. Dätrischer Herz ausgewinnen. Nee, aus dem Pfeil nicht, ne? Aber ich behalte mir mal vor, tatsächlich Ebenerzbogen könnten wir halt auch irgendwann mal abstoßen, den Kram. Wie viel ist denn das? Schaden 20, Heilige. Da können wir bald Ebenerzpfeile mal machen, oder? Und dann benutzen. Können wir. Ebenniveau haben wir. Okay, das müssen wir jetzt nicht verkaufen. Elfenpfeile. Elfendecker. So, Forsthorn X. Wir werden wieder welche bekommen, aber Forsthorn Sword. Das lohnt sich hier richtig. So. Fokis Bow. Guck mal an. Geschmeidiger alter Nordbogen. Hallö. Oh. So. Können wir noch. Gut. Also gut. Thank you. Hast auch rote Augen. Aber das ist wahrscheinlich normal. So, vielen Dank erstmal fürs Dabeisein, würde ich sagen.
Und ja, hier mache ich einfach mal diesen Platz. Buche ich mal ein. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.